Was ist mit diesem Huhn da hinten? Alter, alles okay bei dir? Das sieht nicht so gesund aus. Das Huhn ist definitiv auf Speed oder so. So, yeah. Da sind wir wieder bei Jungle Fever. Nein, das Projekt ist natürlich nicht vorbei. Das war einfach nur ein Spaß. Wobei es eigentlich kein Spaß zwischen mir und Alex war. Ich wollte ihn einfach nur abfacken. Und für die Leute, die es da geschrieben haben, es war zu heftig. Das Projekt hatte die Regeln, dass man kein Feuerzeug benutzen darf. Und was hat Alex gemacht? Richtig, mein Haus abgefackelt. Und was weiß ich, was Basti nicht machen wird? Richtig, ihn bestrafen. Also, logische Schlussfolgerung, ich fackel sein Haus ab. Und natürlich darf ich da überreagieren. Ich meine, ich habe ihn ja nur getötet und seine Sachen behalten. Und das ist ja mein volles Recht. Und deswegen dachte ich mir, ja, natürlich fackel ich jetzt sein Haus ab und mache alles kaputt. Ich finde es definitiv nicht übertrieben. Wenn ihr das meint, eure Meinung, ich finde es nicht übertrieben, wie gesagt. Ja. Aber ich habe ein bisschen vorgesorgt, keine Sorge. Ich habe ein bisschen vorgesorgt, würde ich mal sagen, ja. Denn wir haben ein neues Haus. Da hinten stand unser altes. So eine Kiste, aber die ist leer. Und ich habe mir hier ein neues eingerichtet. Das ist genau das gleiche Haus, nur dass ich hier die Glowstone-Laternen angebracht habe. Und ich habe euch den Bau erspart, weil das haben wir ja schon mal gesehen. Und habe ich hier zusätzlich noch so ein kleines Treppenhaus. Ich bin mir noch nicht sicher wegen dem Holz hier. Ich glaube, das werde ich noch ändern. Hier haben wir unsere Hühnerfarm wieder. Die kennt ihr ja auch alle noch. Und hier unten habe ich Zuckerrohr angepflanzt. Also habe ich ein bisschen was offscreen gemacht. Was ich eigentlich auch nicht darf, aber Regeln werden hier ja anscheinend eh nicht beachtet. Deswegen dachte ich mir, mache ich das einfach mal. Und für diese Folge habe ich mir gedacht, ich mach mal. Was mache ich denn? Ich brauche Kohle, habe ich mir gedacht, ja. Ich habe genug Essen fürs Erste, das ist jetzt nicht das Problem. Ich kann mal kurz ein paar Sachen wegtun. Ich habe hier richtig viele Sachen, die ich nicht brauche. Ich wollte, dass mein Zuckerrohr nämlich wächst, damit ich mir einen Enchantment-Table machen kann. Ich habe nämlich genug Leder. Dank Alex Kisten. Genauso wie ich habe einige Diamanten und alles. Versauberungstisch ist kein Thema mehr für mich. Wie gesagt, Kohle würde ich ein bisschen was brauchen. Genauso könnte ich jetzt aber mal einen Baum anpflanzen. Ich habe ja richtig viele Jungle Saplings jetzt. Habe ich noch Erde? Ja, ein bisschen haben wir noch. Sehr schön. Denn ich will ja hier logischerweise meine Bäume trotzdem noch haben. Wo will ich die hinhaben? Ich hatte jetzt hier geplant, dass ich die im Wasser pflanze, die Bäume. Und dass ich dann... schauen wir mal. Hier zum Beispiel wird einer ganz gut hinpassen, glaube ich. Hier geht das ganz gut, ja. So. Dann machen wir hier einen Baum hin. Lassen die mal wachsen. Oh, das Zuckerrohr wächst und gedeiht. Schön, das ist sehr gut. Dann kann ich mir den Enchantment Table schon mal machen. Das ist sehr gut. Ich gehe dann erst Kohle farmen, wenn ich verzaubert habe, denke ich. Das lohnt sich im Endeffekt mehr. So. Und ab nach oben. Die Hühner legen halt brav Eier hier, aber die brauche ich erstmal nicht. Ich habe noch ein paar Melonen, die ich auf einer kleinen Tour zusammengefarmt habe. Die Kiste, da kann ich mal mitnehmen. Und jede Menge Fleisch. So, manche von euch finden es jetzt vielleicht scheiße, dass ich offscreen weitergemacht habe, aber ich dachte mir, ich erspare euch wirklich den Hausbau nochmal, weil es ist genau das gleiche nochmal gewesen. Und das war hier ein bisschen mehr Arbeit. Das ist jetzt hier nichts Nennenswertes. Das ist hier leider asymmetrisch, ne? Aber daran kann man halt nichts ändern. Die Sache ist halt, dass ich das da symmetrisch gebaut habe, aber weil das ein Dreierturm ist, also der ist hier drei breit, das ist hier die innere Fläche, das andere sind Treppen außen dran, wenn ihr versteht, wie ich meine. Also innere Fläche ist 3 und das bedeutet, es ist ungerade, aber das hier ist innere Fläche 2 bzw. 4 eigentlich und das ist halt gerade und deswegen sieht es halt so aus, aber ich finde, das ist nicht so schlimm. Hier könnte man zum Beispiel dann einen Steg hinmachen oder sowas. Gibt es noch genug Möglichkeiten? Ich wollte Bone Meal holen. Was mache ich denn hier? Ich wollte ja diesen Baum wachsen lassen. Das wollte ich die Folge mal machen. Und vielleicht schon mal eine Brücke beginnen oder so. Na, komm. Zack. Hätte ich den jetzt so im Fall wachsen lassen? Das wäre geil gewesen. Oh, es ist nur ein kleiner, oder? Oh, es ist wirklich nur ein kleiner. Oh Mann, jetzt muss ich noch einen draufpflanzen. Verdammt! Aber es ist ja kein Thema. Noch habe ich genug Saplings und ich kann mir auch jederzeit neue holen. Das wird schon irgendwie hinhauen, denke ich mal. Und diesen ganz großen Baum da hinten kann ich jetzt wieder abfällen, den brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Ich habe keine Erde.
Verdammt! So, wie machen wir das? Gehen wir mal hier runter. Schnappen wir uns die Erde wieder. So, im Wasser sieht das ja eh keiner. Und ich will dann vielleicht nachher noch was reinbauen in der Art hier. So Wurzeln oder sowas. Passen ja eigentlich ganz gut rein. Ja, eine kleine Sache. Ich versuche ein bisschen LOL zu bringen in Zukunft jetzt, in naher Zukunft. Weil viele von euch das wollten und ich dachte mir auch, ja, das kannst du eigentlich mal wieder machen. Und zusätzlich spiele ich gerade mit meinem Smurf. Wer nicht weiß, was ein Smurf ist, sollte das jetzt nachschauen. Ich erkläre es, obwohl ich erkläre es. Ein Smurf ist halt ein zweiter Account, den man hat. Mit dem man spielt, wenn man nicht mit seinem Main spielen will, aus welchen Gründen halt auch immer. Ich hätte ein bisschen weiter weg machen können, ne? Ja, es geht schon. Und mit dem spiele ich halt momentan mit David. Was halt den Grund hat, dass David niedriger ist als ich und ich nicht mit meinem Main mit ihm spielen will. Aber ja, wir haben auch relativ viel Spaß und David meinte, wir sollten mal was aufnehmen. Da habe ich mir gedacht, ja, ihr wollt das eh sehen. Also, why not? Ich habe noch jede Menge Slabs übrig. Das ist sehr gut. Was habe ich noch? Ich habe kein Dschungelholz mehr, ne? Nee. Nee, nee. So einfach ist das natürlich nicht. Aber wir können hier eine Brücke rüberbauen. Das ist einfach. So, machen wir das mal so. Das ist dann der ganze Block, ne? Ja, genau. So, jetzt habe ich natürlich nichts. Doch, ich habe was zum Hochbauen. So. Zack, zack. Wobei, ich glaube, hier gehe ich schon wieder rauf. Ja, hier gehe ich schon wieder rauf. Also, so. Und dann jetzt hoch. Muss ich das unten jetzt nochmal kurz wegmachen. Das wertvolle Holz. Ich brauche dich. Ich brauche dich, Holz. Wie viele Eier haben diese Viecher eigentlich gelegt? Ich habe die, glaube ich... Oh, ist ja schon einiges. Ups. So. Dann würde ich die mal reinwerfen. Ich habe mir hier irgendwo einen Aufgang gebaut, auf irgendeiner Seite. Damit ich das machen kann. Da. Aber da komme ich jetzt so nicht rüber. Da muss ich hier lang und dann hier lang und dann da hinüber. So. Lol. Ups. Nein, du gehst da nicht raus. Böses Huhn. Kühe habe ich jetzt natürlich keine mehr, die muss ich wieder neu holen. Die sind leider umgekommen bei dem Anschlag. Aber ich habe jetzt erstmal genug Leder. Und Essen werden mir die Hühner liefern. Was ist mit diesem Huhn da hinten? Alter, alles okay bei dir? Das sieht nicht so gesund aus. Das Huhn ist definitiv auf Speed oder so. Ey. Die haben zu viel Kraftfutter gefressen, die Viecher. Komm jetzt. Nein, du fliegst da nicht raus. Hör auf, Eier zu legen, ihr Pisser. Alter, das rennt hier immer noch rum. Jetzt, ich hab's befreit. Jetzt ist es auf Entzug. Blödes Vieh, ey. Was ist da los bei dir? Ich bin jetzt noch mal überlegen, wie ich das hier... Komm ich da hoch? Ich glaube nicht, ne? Doch. Natürlich komme ich da hoch. Wie ich das hier mache, aber... Es sollte so hinhauen, wie ich mir das vorstellen tue. Tun. Da hinten ist ein Hexe. Ah nein, das geht so nicht. Müsste ich da hier kurz einen ganzen reinsetzen. Damit ich den hier nach oben machen kann. So, ja genau. Dann hier, zack, zack, zack. Jo, und dann haben wir die Brücke hier erstmal. Wie ich das da drüben jetzt mache, wie ich das Haus baue, das muss ich mir noch überlegen. Aber ich brauche sowieso erstmal wieder mehr Holz. Ich bezweifle allerdings, dass diese Axt reicht wird, um diesen Baum zu fällen. Aber ich kann es versuchen. Ich kann es ja... Lol. Okay, ich kann es ja versuchen. So. Los geht's. Zack. 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 Tote Hexe. Hat die jetzt einen Stick gedroppt? Ernsthaft? Geh weg mit deinem Stick. Du dummes Fee.
da los mit dir? So. Es regnet. Ich habe Regenoptifan aus. Das sollte ich vielleicht irgendwann mal wieder anmachen. Wow. Okay, das wollte ich nicht. Alter, ich hätte jetzt aufpassen sollen. Das ist Kalles Haus hier. Ups. Tut mir leid. Aber es ist nichts kaputt gegangen. Cobblestone hat das überlebt. No problemo. Das sieht jetzt vielleicht etwas komisch aus hier, aber das ist schon immer so gewesen, weißt du? Das ist alles eine Einbildung. So. Der Baum war das, genau. Hey, Alter, was spawnen da so viele Viecher? 50.000 Zombies und alles Villager-Zombies. Okay. Habe ich da irgendwo schon den Weg nach oben? Anscheinend ja nicht. Da komme ich auch nicht hoch. Das ist natürlich blöd gelaufen. Machen wir das mal so. So. Da kenne ich nichts. Es ist einfach Pech schwarz da oben. Krasses Ding, krasses Ding. So. Ich hoffe, ich kriege auch einige Saplings daraus. Denn davon brauche ich auch noch ein paar. Aber das sollte ganz gut hinhauen, denke ich mal. So, da la. Ich habe mal einen richtig coolen Überblick. Werde ich dann aber von meinem Dings auch aushaben. Und übrigens zu der Sache mit dem Offscreen-Spielen noch. Der Alex hat natürlich auch Offscreen gespielt und hat den ganzen Baum da repariert. Also, nicht verwundern, dass ich das mache. Ich mache nur Gleiches mit Gleichem. Also, es beruht auf Gegenseitigkeit, sagen wir es so. Ich fange nichts an im Prinzip. Ich habe nur getötet. Und das darf ich ja. So. Kriege ich jede Menge Zeugs raus. Sehr schön. Aha. Holz, Holz, Holz. Ich hoffe, das droppt dann alles auch ganz runter, wenn ich das jetzt nicht alles erwische. Aber tue ich schon. Ist kein Thema. Blätter müssen dann halt alle despawnen. Das wird ein bisschen dauern. Habe ich da alles? Ich denke schon. Ich hänge dann der scheiß Liane, wenn ich sneake. Das ist nicht so gut. So. Wieder hier nach oben. Mal schauen, wie lange die Axt das noch mitmacht. Aber ein bisschen geht schon noch. Also den Baum schaffen wir locker noch. Den drunter dann wahrscheinlich nicht mehr. Okay, locker nehme ich zurück. Der ist riesig. Ich sehe da schon, wie tief das runter geht. Ist echt krass. Ist da jetzt ein Zombie oben? Nein. Ich dachte gerade, da ist ein Zombie auf den Baum draufgekommen. Lol. Ich hatte das aber schon mal. Drüben in meinem Haus ist mir ernsthaft ein Creeper rein. Der ist da unten hin, hinter mir her, durchs Wasser, ist die Liane hoch, das Treppenhaus hoch und ich stand da drinnen gerade rum und auf einmal BAM! Aber der hat nicht viel kaputt gemacht. Zum Glück. So. Sieht ganz gut aus. Das geht sich, glaube ich, hier noch aus, der Baum. Wie viel haben wir denn noch? 24, das geht locker noch. So, den Baum, den kriegen wir. Das werde ich übrigens nicht wegräumen, falls sich das wer fragt. Ich habe keinen Bock, diese ganzen einzelnen Dinge abzubauen, das ist mir viel zu stressig. Was sind die Narben, die das Projekt jetzt tragen muss? Richtig viele Saplings. I like. So, kann ich das hier noch mitnehmen? Ein bisschen geht noch abbauen, würde ich sagen. Ich sag 4 noch. Oh, perfekt. Waren zwar keine 4, sondern nur eine, aber ging doch. Kommt da noch was runter? Oh ja. Wow, wieso habe ich kein Wassereimer hier drinnen? Bin ich des Wahnsinns? Ich dachte gerade schon, ich muss jetzt sterben. Alter. Ha, ich lebe gefährlich. Da ist noch ein Sapling. Wie viel habe ich jetzt? 9 wieder. Jo, du. 10. Das sieht ja ganz gut aus. Muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, ob da noch was rausdroppen wird, aber ich gehe jetzt erstmal runter. Ist hier noch irgendwo was? Da ist noch einer. Noch einer irgendwo. Möglicherweise. Hier hinten oder so. Sieht nicht danach aus. Im Wasser liegt auch keiner, ne? Ne.
Nee, nee. Der ist nichts mehr. Wieso rede ich gerade in diesem scheiß Akzent? Ich bin behindert, glaube ich. So. Ja, hier sind so richtig viele Hexen. Was geht eigentlich ab? Ich habe noch nie erlebt, dass irgendwo so viele Hexen sind in irgendeinem Projekt. So. Blüpp. Die Hühner legen brav weiterhin Eier. Das ist sehr schön. Gut, dann haben wir hier jetzt den Brückenanfang. Aber es geht sich eh schon nicht mehr aus, weil wir die Folge beenden müssen. Super. Ich werde offscreen übrigens das Zucker da weiter hin ernten und anpflanzen, weil mir das sonst zu nervig ist, dass ich das die ganze Zeit in der Folge machen muss. Dann kriege ich das nie im Leben zusammen. Ich pflanze das jetzt nochmal an und dann beende ich die Folge, denke ich. Ich habe dann später die Insel, werde ich mir so mit einem Hain richtig zuzimmern, wo ich dann überall Zuckerrohr habe. Das sieht richtig cool aus, glaube ich. So, dalle. Diese Lianen, die mischen weg. Na, komm. So, sonst wächst das hier vielleicht nicht. Das will ich natürlich nicht riskieren. Ja gut, dann würde ich mal sagen, was ist mit der Folge? Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Jungle Fever. Bis dann, haut rein. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Einen Kommentar vielleicht. Wie auch immer. Ciao.